Ja, ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video bzw. ja, von Vlog zu 1 Million Euro. Ich wollte gerade ja sagen, ja, zum weiteren Vlog, aber das wiederholt sich ja dann und ist natürlich nicht gut, sowas zu machen. Naja, diese Woche auch mal wieder super spannendes Thema, würde ich sagen. Ihr könnt es euch fast schon denken. Es gibt wieder ein Buch, das ich gelesen habe und das ich sehr interessant fand und deswegen, ja, wollte ich euch da auch drüber erzählen, und zwar ist es hier Folge dem Rat deines Herzens von John Strelecki. Der Autor an sich ist ja schon irgendwie ziemlich cool, muss man so sagen. Also er hat viele solche, was sind das so? Ja, so Lebenserfüllungsbücher geschrieben, würde ich mal sagen. Also er schreibt halt viele Bücher, wo man nachdenkt über das Leben und dann halt hoffentlich nach dem Buch oder während dem Buch bessere Entscheidungen fällt und dann in die richtige Richtung geht oder halt aktiver wird, aktiver versucht, sein Leben glücklich zu gestalten und da mit fröhlich zu werden, was man so leben kann. Und ja, da habe ich, wie gesagt, ich bestimmt schon erzählt im Urlaub, die Big Five for Life gelesen, und jetzt eben das nächste Buch hier ist ganz interessant gewesen. Also auch wenn es immer nur richtig kurze Geschichten, kurze Anregungen waren, also manchmal da so ein paar Seiten lang, so ein, zwei Seiten. Da nicht. Hier zum Beispiel. Da ist halt auf der linken Seite seine Ideen so, was man besser machen soll. Und dann auf der rechten Seite die Lösungen, Umsetzungsvorschläge für jetzt, fürs Leben so, was man da besser machen kann. Und ansonsten halt auch manchmal so kurze Geschichten, so zwei, drei Seiten lang, wo er halt von seinem Leben was erzählt und da halt so interessante Erfahrungen gemacht hat und die dann eben ja, an uns weitergibt, um uns die Möglichkeit zu geben, dasselbe zu fühlen oder auch so Sympathie zu haben oder so Bestätigung zu haben, dass man dasselbe erlebt wie er oder denselben Gedankengang hatte. Und ja, dann muss man halt schauen, dass man eigentlich am Ende vom Buch ja, auf das Richtige rauskommt und halt versucht, das Leben zu genießen, glücklicher zu machen. Es ist, wie gesagt, nicht sehr einfach, aber ja, man kann es ja versuchen und es wird vielleicht bei mir dazu beitragen, dass ich da mal wieder ein bisschen aktiver was mache. Ich wurde jetzt auch von der Familie mal wieder dazu genötigt, was Sportliches zu machen. Also habe ich mich da mal informiert und es, ja, also ich bin so, für so Sportvereine ist halt einfach, wenn man arbeitet, echt nicht so einfach. Dann gab es da irgendeinen coolen, ich weiß nicht mehr, was war. Badminton, was ich schon mal gemacht habe. Naja, auf jeden Fall war es halt Freitagabend und da spiele ich halt schon immer fester und deswegen ging es nicht. Weil, wenn ich die Entscheidung habe zwischen Sport und Orchester, dann nehme ich auf jeden Fall das Orchester. Ja, und an sich, ja, habe ich am Wochenende auch immer nur so Halbzeit. Ich meine, ja, manchmal gibt es so Wochen oder viele Wochenenden sind schon eher, wo ich nichts zu tun habe. Aber dann manchmal halt einfach so jedes Wochenende was zu tun oder halt einfach ja, viel zu machen. Also vom Orchester her zum Beispiel oder mal die Familie besuchen. Dann ist man halt einfach unterwegs. Und ich meine, ja, hat man ja nicht so viele. Das sind 50 Wochenenden. Das ist vorbei. Bringt mich auch schon wieder zu einer anderen Geschichte. Streifen wir auch natürlich vom Buch ab, aber es gehört schon noch so ein bisschen dazu. Und zwar ging es da mal wieder um meine Ausbildung. Da bin ich nicht so begeistert von. Also, was ist denn? Ich bin nicht motiviert genug, dass ich morgens aus dem Bett springe und dahin fahre, sondern bin dann halt eher so missmutig oder unzufrieden morgens und dann eine kurze Zeit am Abend, so eine Stunde. Ja, so würde ich mal sagen. Und das ist halt einfach nicht gut. Und an sich arbeite ich auch viel zu viel.
Na klar, wird wieder ausgeglichen, die Überstunden, aber bringt ja auch nichts. Na, auf jeden Fall hatte ich danach gedacht, ja, wie viel muss ich denn eigentlich noch? Wie viele Wochen? Ja, wie viele Wochen muss ich dann noch in die Arbeit fahren? So, das machen. Und dann kam irgendwann raus, dass ich jetzt noch ungefähr 2 Jahre vor mir habe. Und dass im Jahr sind es insgesamt 52 Wochen. Davon haben wir 12 Wochen Berufsschule und 6 Wochen Ferien. Das sind dann nur noch 34. Und 2 davon sind dann noch für die ÜLU, also überbetriebliche Lehrlingsunterweisung. Dann haben wir noch 32 Wochen im Jahr ungefähr. Und dann ja, muss ich ja nur noch 60 Mal ungefähr das machen. Also halt in die Firma gehen. Also sind halt 60 Wochen das Problem. Und das sind natürlich immer 5 Tage, das heißt noch 300 Tage, also eigentlich effektiv ein komplettes Jahr jeden Tag unzufrieden sein. Das ist natürlich nicht gut. Und ja, deswegen freue ich mich dann schon drauf, wenn ich dann fertig bin mit der Ausbildung oder mit dem, mit der Lehre, dass ich danach hoffentlich zufriedener bin, was Entspannteres finde. Oder vielleicht was ganz anderes machen. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Da kann man sich immer drauf freuen. Und wie gesagt, jetzt wieder, um zum Buch zurückzukommen, ja, hatte ich da eben auch jetzt neulich drüber nachgedacht, ja, was mache ich denn eigentlich in Zukunft machen? Oder wie mache ich da leben? Und mit was bin ich glücklich? Und dann, ja, hatte ich mir schon irgendwie so überlegt, so, dass so ein. Ja, halt so selber ein Haus bauen und dann halt so abgelegen wohnen, aber doch irgendwie nah an der Stadt, ist schon irgendwie ganz nett, finde ich, weil man halt dann so ungestört ist. Sein eigenes Stückchen Land hat, so sein eigenes Territorium, sein Leben um sich rum. Und dann, ja, wenn man halt mal irgendwas aus der Stadt braucht, dann kann man da hinfahren. Und wenn man vielleicht auch so andere Sachen machen mag, für mich zum Beispiel Orchester, Sport vielleicht, dass man da halt dann auch irgendwie so ja, in der Stadt was finden kann oder halt da irgendwie auch so eine Anbindung hat. Weil man ja doch auch relativ häufig entweder besucht wird von Verwandten oder Verwandte oder Familie besucht. Und das ist natürlich schon dann auch gut, eine Anbindung zu haben. Genau, ansonsten. Ja, das Buch hatte auch einen so einen super Aspekt, da erinnere ich mich doch noch dran. Da hat er geschrieben, jo, ich tue mich immer aufregen. Nee, ja doch, er regt sich immer auf, wenn er so an alte Gespräche na, denkt und die dann versucht zu verbessern mit dem Wissen, was er dann aus dem Gespräch gezogen hat. Und dann sagt halt, ja, hätte ich das sagen können oder das machen können oder hier was machen können oder einen Standpunkt festhalten und so. Und dann sagt er, ja, es bringt auch nichts mehr, weil dieses Gespräch wird nicht mehr zurückkommen und das Gespräch gibt es nicht mehr. Und deswegen ist es wurscht, ob du jetzt sagst, boah, hätte ich es so und so sagen sollen und so hätte ich es besser machen können, sondern einfach, ja, wurscht. Nächstes Gespräch schon mal in die Zukunft. Und dann hat er so einen, ja, wenn er immer, wenn er, wenn ihm auffällt, dass er daran denkt, dass er dann so ein Mantra hat das genannt, fand ich jetzt nicht so gut, weil er einfach so einen Spruch aufsagt. Tja, genau, der richtige Satz aufgeschlagen. Ist so ein Spruch aufsagt, der ihn dann halt motiviert für die Zukunft. Und das kann ich jetzt gerade vorlesen. Der hat dann da immer gesagt, der Erfolg im Leben basiert nicht darauf, an jedem Scheideweg die richtige Entscheidung zu treffen. Er basiert vielmehr darauf, an ein paar wichtigen Weggabelungen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, und das fand ich einfach eine interessante Idee, das so umzusetzen, weil man dann nicht so sagt, boah, ich hätte da was anderes machen können, da, sondern man sagt einfach, jo, ist einfach so gelaufen, das Gespräch oder die Situation oder die Tage, aber am Ende
hat man dann sich dafür entschieden, nö, das war einfach eine nicht zufriedene Firma, nicht zufriedenstellende Firma und deswegen wechsle ich jetzt. Und dann hat man diesen einen wichtigen Entscheidungspunkt getroffen und sagt, jo, wir wechseln, und da hat man sich ja dann richtig entschieden, weil man lang genug unglücklich war oder lang genug so Schmerzen gefühlt hat, schlecht hatte. Und genau. Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, dass man das immer so, wenn man das nicht, wenn man so über Vergangenes nachdenkt, dass man dann gleich auf sowas umschaltet und dann exakt das sagt, weil man das sich ja schon irgendwie merken muss. Aber ich denke halt einfach so positive Zukunft oder so sagen oder so, ich freue mich auf die Zukunft, ich bin glücklich, wenn was Gutes passiert, und die Vergangenheit ist Vergangenheit oder so, kann man sich einfach irgendwas zusammenreimen und dann ja, was Nettes draus machen. Genau, ansonsten würde ich sagen, das Buch hat mir gefallen. Ich fand es ja so anregend für so wichtige Entscheidungen, für so Zukunftsdenken und vielleicht so ein bisschen Glücklichkeit im Leben. Aber das ging eher nicht so. Und das hat er ja auch in dem Buch irgendwo am Anfang, glaube ich. Ja, genau. Am Anfang hat er so eine Widmung geschrieben. Er hat auch genau das gesagt. Jo, ein paar kurze Geschichten, ein paar Sachen in meinem Leben, die passiert sind. Und da wollte ich einfach ja, informieren, Anregungen geben für euer eigenes Leben. Ja, deswegen fand ich das Buch eigentlich eine super Idee. Und ja, kann es nur empfehlen, wenn man es in der Bücherei findet. Einfach mal kurz ausleihen, das zu lesen. Geht super schnell. Dann braucht es vielleicht 1,5 Stunden. Ja, vielleicht ein bisschen länger. Vielleicht 2 Stunden. Aber das ist schnell genug. Naja, ansonsten würde ich sagen, war es das schon wieder für die Woche. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin könnt ihr natürlich super gerne in den Kommentaren schreiben, was euch so passiert ist. Und ansonsten gerne natürlich den Kanal abonnieren und liken. Und sonst wie immer, bis nächste Woche.